Ich bin ein großer Fan der Tutorials vom Andreas Theos, die er zu den Office-Programmen hochlädt, weil die sehr gut gemacht sind und immer informativ sind. Unter anderem hat er hier auch zum Excel-Spezialfilter 4 Videos hochgeladen und er hat vor ein paar Tagen hier eine Anfrage eines Users erhalten, der sich ebenso bedankt für die anschaulichen Videos und er hat eine kurze Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, auszuwählen, dass nicht alle Spalten mitkopiert werden beim Anwenden des Filters. Und Andreas schreibt ihm hier zurück, dass sämtliche Spalten eines Datensatzes kopiert werden und er würde anschließend einfach die entsprechenden Spaltenköpfe markieren und die Spalten mit Steuerung plus minus löschen. Ich will hier kurz zeigen, dass es sehr wohl eine Möglichkeit gibt, sich nur bestimmte Spalten ausgeben zu lassen mit dem Spezialfilter. Ich habe hier eine kleine Umsatztabelle und will den Spezialfilter jetzt hier nochmal anwenden. Wir gehen auf den Reiter Daten sortieren und filtern. Da haben wir hier den Reiter erweitert. Den klicke ich mal an. Wenn wir in der Tabelle drinstehen, dann erkennt er die Tabelle und legt uns hier den Listenbereich schon vor. Der Kriterienbereich soll hier der Name sein. Ich möchte also nach einem Namen suchen. Hier habe ich schon den Namen Müller eingetragen. Und wenn wir uns die Daten dann an einer anderen Stelle kopieren lassen wollen, dann sagen wir hier einfach, wo wir das hinhaben wollen. Dann klicken wir in irgendeine Zelle so und bestätigen das. Und dann bekommen wir mit den Spaltenüberschriften alle Datensätze angezeigt für den Namen Müller. Ich will jetzt zeigen, dass wir uns hier nur bestimmte Spalten aussuchen können. Dazu kopiere ich mir hier oben aus den Spaltenüberschriften die Einträge. Kopieren deshalb, dass es nicht zu Tippfehlern kommt, sonst würde das nicht funktionieren. Ich will hier das Datum mit ausgegeben haben. Gehe auf Kopieren und Einfügen und dann die Artikelnummern, Bezeichnung, Menge und Stückpreis, das soll hier reichen. Gehe nochmal auf Kopieren und Einfügen. So, dann haben wir die hier zu stehen. Und ich wende den Spezialfilter jetzt nochmal an. Gehe auf Daten erweitert. Der erkennt hier wieder die gesamte Tabelle als Listenbereich. Der Kriterienbereich soll hier wieder der Name sein. Und wenn ich jetzt hier anklicke, ich will mir das an eine andere Stelle kopieren, dann markiere ich mir jetzt einfach nur die Spaltenüberschriften, die ich hier unten übernommen habe, bestätige das und wir sehen, wir bekommen jetzt nur für die Spalten auch die Filterergebnisse. So einfach und gut und schöne Grüße an Andreas. Okay.